Ihr guckt euch das mal an und das soll Ninas Lava-Haus werden. Also wenn jetzt Nina gewinnt, dann ist ja eindeutig ein bisschen Schiebung dabei. Hey Leute, was geht? Kann ihr mit? Mit wem? Nina. Nina, grüß dich. Hi. I'm the Adidas Girl. Und Leute, könnt ihr mir bitte eins verraten? Warum gewinnt Nina ständig diese Abstimmung? Warum? Ich verstehe es nicht. Bei den Leuten da draußen. Ja, ich weiß, dass ich relativ unbeliebt bin. Aber... Das geht raus, dann ey, ehrlich, ich bin ein bisschen frustriert, ne? Da spiele ich so lange schon Minecraft und Nina spielt erst seit ein paar Tagen Minecraft und baut, ehrlich gesagt, voll die doofen Häuser und sie gewinnt. Was hast du gerade gesagt? Ja, ich habe gesagt, du hast doofe Häuser gebaut. So, und heute geht es zum nächsten Duell. Lavahaus versus Wasserhaus, ne? Das gibt's auf YouTube natürlich auch schon, ne? Mehr als genügend. So, und deswegen werden wir das natürlich auch machen. Keiner macht so schön wie wir. Ja, wahrscheinlich nicht so schlecht wie wir. Ich habe hier mal wieder eine schöne Mauer aufgebaut. Welche Seite willst du dir dann aussuchen? Wieder die rechte? Ich geh mal auf die rechte Seite. Okay. Gut, dann gehe ich auf die linke. So, aber welches Haus willst du denn bauen? Das Wasserhaus oder das Lavahaus? Was ist denn einfacher? Ja. Ich nehme das einfachere. Ja, überleg's dir. Es gibt nichts einfacher. Lavahaus. Gut, dann nehme ich das Wasserhaus. Okay, was muss ich tun? So, du suchst nach Lava, dann wird dir so ein Lava-Eimer angezeigt. So, und dann kannst du sowieso zwischen. Ich guck gerade, habe ich irgendwo nur. Aber wo kann ich denn suchen? Du musst oben auf den Kompass immer. Ach ja, genau. Ich suche gerade mal die Zeit. So, Lava. Wir haben wieder 10 Minuten Zeit. Da ist dann Lava-Eimer und wenn du dann irgendwas übergießt mit Rechtsklick, dann kommt da Lava raus. Ne? Und also wie, das musst du dir überlegen. Ich kann eigentlich mit allem bauen und kann dann daraus Lava machen. Nee, Du kannst mit Lava übergießen oder irgendwo rein. Ne? Also du musst dir überlegen, wie das am besten funktioniert. Boah, das musst das du dir halt. Ja. Ne? Ich das gewusst. So, natürlich könnt ihr wieder abstimmen, welches Haus gewonnen hat. So, hast du es hinbekommen? Naja, Lava habe ich gesehen, ja. Ich muss mir allerdings noch ein Material aussuchen, was mit Lava irgendwie funktioniert. So habe ich es verstanden. Ja, wie du willst. Das musst du dir überlegen halt. Ja. Okay. Ist gut. Jetzt geh auf deine Seite. Da ist jemand sauer, weil sie nicht weiß, wie sie bauen soll. Und ich wette wieder, sie gewinnt wieder in den Abstimmungen. Auch wenn sie nur einen Lava-Eimer da hat. Auch nur, wenn sie einen Lava-Eimer hat. Ja, ich stelle einfach einen Lava-Eimer so hin. Das ist ich würde sagen, ich nehme jetzt die Zeit. Wir haben etwa 10 Minuten Zeit. Let's go. Oh, ich wünschte, die Leute könnten mir helfen. Da draußen. Also ich wünschte es nicht. Ist leider nicht live. Ich habe hier keinen Chat mit euch verbunden oder so. Was würde denn funktionieren mit Lava? Also ich weiß schon, wie ich das baue. Ich könnte mir vorstellen, wenn man Holz oder so nimmt, dass das dann komplett abfackelt. Deswegen muss es irgendein Material sein, was robust ist. Mein Gott, da fängst du schon an, ey. Oder nicht? Jetzt haut ist hier auch noch so ein komisches Viech auf meiner Seite. Mein Gott. Ja gut. Oh. Kurz, wie mache ich das denn am besten? Probier das mal aus hier, ob das funktioniert. Wenn ich das jetzt hier mache. So, ihr wisst jetzt natürlich. Oh, ich höre schon. Hast dich verbrannt? Ich brenne! Hilfe! Ich komme hier nicht weg. Nein! Warum habe ich das gemacht? Ich möchte doch lieber das andere. Ich würde es ein bisschen kleiner, glaube ich, machen. Holy moly, was passiert hier? Da soll ich ein Haus draus bauen? Ja. Das ist ja furchtbar. Hier kann man ja nicht sterben, ne? Nee, bist ja im Kreativmodus. Ich hoffe das nicht. Das zerfließt doch und man kann... Du musst es halt irgendwie einschließen, Nina. Das ist nicht von den Blöcken... wegkommt. Weißt du, was ich meine? Ja, aber ich glaube, Stein ist dafür kein geeignetes Material. Das musst du jetzt halt prüfen. Ja, ja. So, ich habe ehrlich gesagt noch ein paar Problemchen. Ich würde sagen... Warte, ich habe keine Ahnung. Es läuft hier überall lang. Eigentlich muss ich das ja alles irgendwie so zweifach haben, aber... Oder die ganze Wand fackelt ab. Und ich glaub, dein Haus. Was wird das? Warum fackelst du hier die ganze Wand ab? Bau doch nicht so nah hier, guckt euch das mal an. Und das soll Ninas Lava-Haus werden. Also wenn jetzt Nina gewinnt, dann ist ja eindeutig ein bisschen Schiebung dabei. Ich habe hier vorhin den Brand gelegt. Das sehe ich. Kann man Lava ersticken? Also wenn man da jetzt drauf baut, das ist dann... Ja, kannst du. Mhm. Oh, ich muss überall, ey. Das ist
kacke die Kakaansbude nebenbei auch ab, wo ich das echt witzig gefunden hätte. Ich hätte einfach so ein Laber. Guckt euch das mal an hier. Was soll das denn bitte? Ist das hier eine Ausgrabungsstätte bei dir? Das soll ein Haus werden. Hallo, Madame. Naja, ich musste erstmal Lava bekämpfen. Das hat jetzt nicht anders funktioniert als so. Deswegen muss ich jetzt hier erstmal alles wieder. So, ich versuche. Wie viel Zeit haben wir eigentlich? Boah, wir haben noch 6 Minuten haben wir noch. Wir können es auch ein bisschen verlängern. Ist ja furchtbar. Also bei mir hat auch gar nichts hingehauen, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, wie man ein Lava-Haus bauen soll. Das soll aus Lava bestehen? Ja, am besten. Ich baue einfach so einen Block, weißt du das? Aber ich werde es hinbekommen, pass auf. Na gut, Leute, ich gehe ein bisschen weiter weg von der Wand, dann nachher fackel ich hier wieder alles ab. Ah, ja, ja. Guck, da hat sich schon Magma entwickelt, ey. Das ist halt die Herausforderung beim Lava- und Wasserhaus. Hätte ich das vorher gewusst. War doch wohl klar, dass ich das nicht kann. Ja, aber wir wollen uns auch ein bisschen challengen hier. Ich kann es natürlich auch nicht. Ich mache hier einfach nur so ein großes Aquarium, habe ich das Gefühl. Hättest du das Wasserhaus genommen, wäre es nicht so ausgeartet. Dann hättest du hier nicht meine Wand abgefackelt. Dann wäre hier einfach nur eine riesige Überschwemmung. Mehr aber auch nicht. Tja. Das Spiel mit dem Feuer, so ist das nun mal. So, mein Haus ist auf jeden Fall ein bisschen klein. So, ich hoffe, das klappt bei mir. Also ich habe hier einen Plan, aber ich weiß nicht, ob es wirklich klappt. Ich werde auf jeden Fall nicht die Wand abfackeln. Eins steht fest. Aber vielleicht kommt es hier zu Überschwemmung. Was hast du eigentlich zur Eislandschaft hier heute? Oder zur Schneelandschaft? Sieht aus wie draußen, würde ich fast mal so sagen. Ja, ne? Also ich würde sagen, hier kommt der... Hier kommt die Tür hin. Das heißt... Hier müssen wir auch ein bisschen was machen. So, ich brauche eine Tür bitte. So, ich probiere schon mal. Ich packe hier schon mal Wasser rein. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht soweit. Hörst du schon das Wasser? Ja, es plätschert. Ja, das ist das Wasserhaus. Ist schon soweit? Ja, auch wenn es noch nicht so doll aussieht. Ich habe noch kein wirkliches Dach. Nein! Nein! Überschwemmung. Ruf den Klempner. Nein! Oh Gott. Na egal, es hat geklappt. Gott sei Dank. Ich dachte schon. So, dann brauche ich hier noch schön ein Holzdach. Also ich würde mal behaupten, du brauchst noch ein bisschen Zeit. Ist das richtig? Das ist durchaus korrekt. Okay, dann gebe ich dir auch ein bisschen mehr Zeit. Oh Gott. So, ich gebe dir, wir geben uns am besten noch ein bisschen Zeit geben wir uns. Ich mache erstmal Tag, ne? Damit du auch ein bisschen was sehen kannst, liebe Nina. Ich sehe hier nichts, ja. Genau. Danke. Deswegen machen wir mal ein bisschen Tag für dich. Ich benutze hier schönen blauen Beton noch. 4 Minuten habe ich denn jetzt noch? So 6-7 Minuten hast du noch. Ich habe noch nicht mit der Lava gehandwerkt hier gerade. So viel Angst, dass ich hier alles wieder in Brand setze. Ja, du musst halt irgendwas einschließen auf jeden Fall. So. Wir werden das gleich mal probieren. Gucken wir uns das hier noch. Muss man da auch reingehen können in das Haus oder ist das egal? Muss es nur ein Haus sein und Lava? Ja, es muss halt irgendwie Lava deutlich sein, ne? Also, es muss irgendwie deutlich sein, dass da Lava und so ist. Alter, die Wand hier, ne? Es ist natürlich unfassbar, wie toll du das hinbekommen hast. Könnte ich ja nicht wissen, dass das hier gleich alles in Flammen steht. Ich hab gar nichts gemacht. Sowieso. Nein.
Mann, ich kann hier keine. Oh, ich kann hier keine Fackel. Oh, das gibt's doch nicht. Im Glas kann ich keine Fackel dran machen. Das ist jetzt aber sehr, sehr frustrierend. Guck mal, da hat sich schon Eis gebildet bei mir hier auf der Oberfläche, weil es so kalt ist. Das ist ja cool. Mhm. Aber das möchte ich gerade nicht. Deswegen gibt es hier jetzt noch mal ein bisschen Wasser. Sag mal, ist Glas lavabeständig? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Ich glaube aber schon. Ich meine schon. Ich meine schon. Oh Gott, nicht schon wieder! Totale Überschwemmung. So. So, ich kann bei mir hier irgendwie nichts einbauen, deswegen. Blau vielleicht eher, so dunkelblau. Ich starte jetzt den Versuch. So, ich sehe schon von hier. Wir gucken uns das mal mit an gerade. Was? Das hier jetzt hier alles abwackelt? Wir gucken mal über die Mauer. Oh, ich bin... Ist das, reicht das? Nein, eigentlich nicht, aber gut. Ach du, oh, dein Haus brennt gleich. Nein, nein, bitte nicht. Ich packe hier ein bisschen was dazwischen. Ich möchte nicht, dass mein Haus hier verbrennt, danke. Ja, gut. Sieht natürlich nach einem Lava-Haus aus, ob man da drin leben kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kann man nicht, du hast nicht gesagt, dass man da drin leben soll. Ja, das stimmt wohl. Hier noch ein bisschen einzäunen, das geht nicht. Ich dachte, das reicht, wenn ich so einen Graben mache. Ja, aber der Graben... Ach so, ja, verstehe. Oh ja, du hast mir was... Ach, sehr schön. Sehr, sehr schön. Du hast mir... Ich hab dich auf eine Idee gebracht. Ja. Und zwar werde ich hier vor noch... Oh, oh. Alles hier Eis, das kann doch nicht sein. Warum wird das denn alles zu Eis? Ich hab mal oh deine nein! Oh. Oh Gott, nee, ich hab's. Ich krieg's nicht hin. Ah, ich brenne! Richterloh! So, irgendwie hat das bei mir nicht so ganz geklappt. Das sieht ja echt komisch aus, was ich da mache. Ach, ich krieg's auch nicht mehr, nee. Das, was ich jetzt eben machen wollte. Na egal. Ich lasse es jetzt erstmal so. So. Ob das hier so ein Wasserhaus ist, ich weiß ja nicht. Warum wird denn hier alles Eis? Ist es denn so kalt wirklich? Ist es wirklich so kalt? Ich verliere hier schon Wasser, das kann doch nicht sein. So, ich würde sagen, Nina, so langsam sind wir soweit. Oh, man kann ja auch in mein Haus reingehen.
Wie kann man nochmal Eisentüren öffnen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Mit einer Platte vor. Also du musst so eine Platte davor tun. Das geht jetzt nicht mehr. Na, ist ja egal. Dann können wir uns den Weg hier frei bauen. So, okay. Wollen wir? Ja. Gut. Okay. Gut. Das ist mein Haus. Dann schauen wir uns dein Haus mal an, dein Lava-Haus. Ja, jetzt geht's doch. Der Graben hätte eben ein bisschen höher sein müssen. Ja, ich dachte, es reicht, wenn ich so eine Schwelle habe, sozusagen, dass die Lava da nicht drüber fließt. Ja, aber nee, die muss auf einer höheren Ebene sein. Okay, hier kommst du auch gar nicht rein. Auch wenn du hier eine Platte hättest. Kann das auch so, aber dann ist da überall Lava, das geht dann auch nicht. Dann musst du das hier rechts und links nochmal von bauen. Also rechts und links von der Tür, weißt du? So ein Eingang. Nee, da brauchst du Eisenerz. Ich sehe, hier oben fehlt auch eine Ecke einfach mal. Also, ja, das muss ich. Also der Bauherr hier hat natürlich eine Menge Beschwerden am Hals, muss ich sagen. Das musste ich alles so provisorisch machen, weil mir hier also alles abgefackelt ist. Also es fängt schon mal an mit dem Lava. Ja, also kein Bauherr möchte natürlich mit Lava bauen. Aber gut, wir waren gezwungen. So vielleicht. Ja, genau. So, und jetzt, wenn jetzt hier eine Platte wäre, ne, in deinem Haus sehe ich, ist nichts. Außer Fackeln. Aber ja, sonst hättest du das Konzept vorher gemacht, ich glaube, es wäre richtig gut geworden. Guck dir das nochmal an, da kannst du reingehen, da ist, na okay, kein Bett oder so, aber... Ich mein, das ist ein Zimmer. Also besser als mein Hotel. Ja, sag ich ja. Na, ist nicht schlimm. Das ist gut. Finde ich gut. So, dein Lavahaus. Ja, dann schauen wir uns doch mal... dein Wasserhaus an. Mein Wasserhaus an. Das ist das hier. Aber wir haben schon überall Eis, das regt mich immer zwischendurch ein bisschen auf. Also diese weißen, diese hellblauen Eisblöcke, das sind immer, ist das Eis, das ist schon Eis. Ach so. Ne? Genau. Achso, ich war ja noch gar nicht drin, ne? Genau, also du kannst es erstmal von, Du kannst es erstmal von außen begutachten. Es besteht hauptsächlich aus Glas. Genau, und dazwischen halt Wasser. Und dann gibt es hier den Eis. Ich hab deine Tür kaputt gemacht. Nina! Warte, ich baue dir eine neue. Du machst hier ständig, ja, die will ich aber nicht. Ich baue mir schon meine eigene. So, ja toll, jetzt hast du mir hier schön eine Pfütze hingebaut. Warte, ich kann das bekämpfen mit Lava. Ja, okay, brauchst du nicht. So. Hier bitte, ich mach dir die Tür auf. Ich bin weggeschwommen. Ja, du musst halt in die Tür schwimmen. Und dann mit Leertaste rein. Das ist ja noch schlimmer als bei mir. Hilfe! Ich ertrinke! Einfach mit Leertaste hier rein. Es geht gedrückt nicht. Gedrückt halten! Ah, danke. Also ich bin schon richtiger Noob und du bist ein Pro-Noob auf jeden Fall. Du hast ein Bett und was ist das? Das ist eine Wand. Und eine Wand. Und das? Ja das sind, keine Ahnung. Ja, Regale. Also von der Einrichtung ist deins auch nicht besser als meins, außer dass du vielleicht ein Bett hast. Ja, das reicht aber auch schon. Ja, dann brauche ich in meinem Haus jetzt auch noch ein Bett schnell. Ja. Wenn ich hier nicht wegschwimmen würde. Ja, das Wasserhaus gegen das Lavahaus, Leute. Ich, denk dran, Nina hat hier die, Mauer noch abgefackelt, warum auch immer. Ja? Weil darum einfach. Naja, gut. Ich mach nochmal Tag, damit man das schön sieht. Und ihr könnt es bitte jetzt mal fair beurteilen. Wobei hier würde ich sagen, hallo, hallo, deine Uhrzeit ist... Ey, ist es vorbei, sonst... Ey, das war kaputt. Sonst mach ich hier dein ganzes Haus gleich noch kaputt, damit das ja, klar ja, ist. Ja, ich leg gleich Feuer, dann ist es vorbei. So, Leute, das Lavahaus gegen das Wasserhaus. Ja, ziemlich erbärmlich, würde ich mal sagen, bei uns, Nina. Hä? Also ziemlich übel. Ich find's voll gut. Ja, gut. Das sagt auch einiges über deine Qualität aus. Aber kann man überhaupt die Lava sehen? Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen mehr Lava hin. Ja, mach mal über das Haus ein bisschen, damit es wenigstens schön aussieht. Einfach so über das Haus. Jetzt ist ja sowieso vorbei. Weißt du was? Ich helfe dir. Komm, oh Gott. Klar. Guck, hier über den Eingang mache ich jetzt nur ein bisschen. Siehst du? Jetzt hast du hier schön über dem Eingang. Überall hast du Lava. Überall hast du Lava. Okay. So, das sieht doch mal schön aus. So, sieht ja, toll, jetzt läuft meine ganze Bude voll. That's life. Na, 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 na. Life is... So, Leute. Bis zum nächsten Mal. Nina, möchtest du noch was sagen? Hey! Also, unfassbar. Unbelievable, Leute. That's, ich lege einfach Feuer, wo du That's geht. Really unbelievable. Naja, Leute, wenn es euch gefällt, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder, Nina? Bis dann. Ciao. Tschüss.